Hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Röbe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ja, warum bin ich hier bei den Meilensteinen? Ja, ich habe mal geguckt unter klassisch, was man hier noch so alles machen kann. Und ich habe zwei Dinger gefunden, von denen ich denke, die kriegt man in diesem Part hier noch hin. Ne? Und zwar einmal als hier als Quajutsu im Bonusspiel 98.000 Punkte oder mehr. Ich habe bis jetzt, glaube ich, mit jedem Charakter über 100.000 Punkte hier bekommen. Also ja, dürfte kein Problem sein. Und hier steht besiege Dracula. Und ich nehme mal an, das Bild sagt Richter, aber ich würde sagen, Simon Belmont sollen wir mal ausprobieren. Dann kriegen wir vielleicht als Endboss Dracula, weil Dracula ist aus Castlevania. Und ja, mal gucken, ob wir diese beiden hier, ob wir darauf hinarbeiten können. Ja, habe ich überhaupt Quajutsu? Nö, ich glaube nicht, oder? Nö, habe ich sogar gar nicht. Gott verdammt, warum sagt er mir denn dann, ich das machen soll? Los, Smashvania, Route Simon. Okay, wenn Simon nicht ist, dann hoffentlich Richter. Ich habe jetzt nicht seinen Klamotten geändert. Lass mal gucken, wenn wir noch hier sind oder so. So, einer von den beiden wird ja wohl Dracula als. Was? Okay, wollte sagen, mit einer von den beiden wird ja wohl Dracula als finalen Boss haben, ne? Natürlich die männlichste Farbe von allen, Pink. Und dann gucken wir mal, spielen wir mit den beiden Castlevania Charakteren den klassischen Modus Spiel den klassischen Modus durch. Smashvania, der muss gegen Monster oder so kämpfen, nehme ich mal an. Ich kann mich auch drehen. Das haben wir noch gar nicht gespielt, ne? Wir haben Richter gespielt. Er hat fast genau die gleichen Angriffe. Mal die Reichweite von dem Teil an. Hey, falsche Richtung. Da frisst das. Mein Gott, er sieht voll dämonisch aus. Sehr cool. Also bei einem von den beiden werden wir ja hoffentlich Dracula als finalen Boss haben, also so oder so. Alter, was ist das? Boah, jetzt wäre ich meiner schon wieder ich fragte. Okay, der macht es mir irgendwie schwer, habe ich so gefühlt. Oh Gott. Boah, jetzt bin ich genauso groß wie du, ja? Was machst du jetzt? Sterben. Was macht er jetzt? Mein Gott. Ich glaube, er kam nicht darauf klar, dass ich gewachsen bin. Bayonetta und Finsterer Pit. Ich weiß nicht, warum ich die ganzen Lieder von Castlevania kenne, aber finde die gut. Jetzt sein Schild nicht deaktivieren sollen, ne? Oh, ich peitsche dich aus, Bayonetta. Auf stehst du doch, oder? Hier ist irgendwie so eine krasse Meme von Pichu irgendwie. Weil Pichu macht aus irgendeinem Grund mit jedem seiner Angriffe an sich selber Schaden und deswegen ist irgendwie voll dieser normal so Meme mit Pichu, wo der sich immer in irgendeinen Raum versteckt und sich selber auspeitscht. Fand ich irgendwie krass. Hm.
Alter. Ist eigentlich gut, diese Flamme. Kannst du irgendwie Gegner irgendwie beschäftigt, wenn du von zwei Seiten angegriffen wirst, kannst du den einen Gegner irgendwie damit trennen. Was ist das? So, ich rüste mich ja erstmal aus, ne? So, oh, Lugia. Was macht die fertig? Ich habe sein Ding ja weggehauen mit meiner Axt. Noch ein Pokéball. So. Oh. Oh, Junge. Ich traue mich nicht, das Ding anzugreifen. Okay, gut. Mehr. Wir treffen nicht. Gut. Okay, da war episch. Das war episch. Das war der Tod. 0.1. Hat er was mit den Prozentzahlen zu tun oder was? Ich glaube ja, ne? Wie soll man das bitte schön mit Snake hier schaffen auf 5.0 ohne zu verrecken? Ich meine, hier die Schwierigkeit, die tut sich ja immer erhöhen, wenn man gewinnt. Also wie soll man das hier bitte schön genau schaffen? Schon wieder so eine Sache für die extremen Pros hier, ne? Schnitter. Weiß ich, was da für ein Schwert ist. Wo kommst du mal? Oh. Ja, damit. Oh, der schwarze Ritter. Und feiern dem 9 und 10. Der Darth Vader des Fire Emblem Universums. Genauso brutal stark wie Ike. Der ist, als wenn man den als spielbaren Charakter hat, wortwörtlich unbesiegbar. Der hat einen Angriff, der irgendwie den finalen Boss des Spiels irgendwie dreimal erledigen könnte. Aber natürlich hat man den natürlich dann nicht in diesem Kampf. Guck mal, ja. Na komm her, John von Joe Star. Oh. Nein, nicht ich soll da rein. Du. Was ist das? Boah. Oh, du Pisser. Was mir in die Luft jagen, ne? Na, sehr gut. Du Idiot. Ah, blaue Flammen. Was ist das? So. Es kann nur einen geben. Was gar nicht, wer Richter ist. Ich nehme an, das ist auch ein Hauptcharakter von Castlevania. Irgendeinen anderen Teil. Ne, das muss jetzt sein. So, ich will mal gucken, ob das stimmt hier mit diesen Eiern. Ich will mal diese eine Plattform erreichen, die ich sonst nie erreicht, sonst nie erreiche.
Oh nein. Lass mich durch. Lass mich durch. Okay, vertagen wir das doch mal. Ja, wie willst du da durchkommen? Ich habe mal von der rechten Seite versucht, aber da kommst du nicht durch, ne? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, wir kriegen immer 120.000 Punkte hier. Quajutsu 80.000 zu kriegen, das wird ja wohl. Ja, und da ist Dracula. Mal spielen mal mit Richter danach auch direkt. What is a man? A miserable pile of secrets. Was? Kann ich nicht treffen? Ja, denkst du nicht, das ist ein bisschen zu krass, was du da machst? Ich kann nur seine Fresse treffen. Bestimmt irgendwie vor langem ans Spiel angesiegelt, ne? Ich würde schon fast sagen, er ist ein bisschen einfacher als die anderen Bosse in diesem Spiel. Da bin ich mir halt nur ein. Aber dann werde ich natürlich von allen möglichen Sachen hier getroffen. Ah, komm schon. Wieder wegen so einen Dreck hier verloren, ne? Jetzt verbrennen. Noch eine Form. Oh Gott. Ich habe schon gewundert. War ein bisschen zu einfach bisher. Den kann ich überall treffen. Oh Gott, der war gut. Den sehen. Boom. Obwohl, der war jetzt auch nicht so schwer. Aber ich muss natürlich wieder einmal verrecken. Weil das gehört natürlich dazu, ne? Gut gemacht. Auch Simon ist sogar auf dem Bild. Dann zeig mal, weil ich weiß, ah, nee, ich muss ja noch. Müsst euch mal Musik hier von Castlevania anhören, das ist richtig geil. Schon gewundert, warum nicht der Dracula-Kampfthema hier abgespielt worden ist. Also das ich kenne. Irgendwie Symphony of the Night oder irgendwie sowas. Wie ist das Spiel vom, was da kommt? Ich weiß es nicht. Na, gleich machen wir jetzt noch mal mit Richter. Dann haben wir die Castlevania Charaktere schon mal aus dem Weg geräumt, ne? Außer wir kriegen jetzt Quajutsu. Möchte ich mit dem nämlich das Ding machen. Hm. Ah. Komm schon, geh kaputt. Dumm. Was ist denn Development?
Was ist das? Man könnte meinen, das wird irgendwann langweilig, aber nö. Ich werde auch irgendwie nie besser in diesem Spiel, weil ich immer so gut wie alles hier treffe anscheinend. Aber trotzdem. Fand ich aber war eine sehr komische Wahl, dass man direkt zwei Castlevania Charaktere hinzugefügt hat, die fast gleich spielbar sind. War irgendwie merkwürdig. Das sind ja sogenannte Echo Charaktere jetzt. Wenn irgendwie ein Charakter ist, der fast genauso spielbar ist wie ein anderer Charakter, wie Marv oder Lucina, oder Peach und Daisy. Dass sie direkt zwei Charaktere auf diese Weise vorgestellt haben, von dem einer den anderen echot irgendwie, von dem man irgendwie nicht weiß. War irgendwie komisch. Dimmel. Dunban-Perücke. Cool. Charakter. Tonlink. Alles klar. Dann haben wir alle Links schon mal. Dann haben wir alle linken Typen. Frisst das? Ich hab gesagt, frisst das. Warum frisst denn du das nicht? Peitsch. Au. Ich brauch einen Bumerang. Ich treffe damit nur nicht. Anscheinend. Warum bleibst du mal stehen? So, damit gefangen halten und dann den machen. Ich glaube, das ist Holy Water, oder? Ja, okay. Dann habe ich das gemacht. Was? Ich wollte nicht fangen. Weg damit. Du gibst mir eine Bombe, ey. Was? Peitsch. Mein Gott. Während der da dran hing, ey. Tunling kämpft nun mit. Na, wollte schon sagen. Black Knight. Sagt mir jetzt nichts. Was? Ich komme mit einem Bus auf dich zu. Na, ja, machen wir direkt mit Richter noch, ne? Mal beide Charaktere schon mal. Eliminiere die Echos. Hahaha, ich verstehe ja, weil er ein Echo-Charakter ist. Ich merke gerade, ich glaube, ich weiß, wie man mit Snake das hier machen kann. Man geht einfach auf den einfachsten Schwierigkeitsgrad und dann tut man einfach Dings, ne? Von da aus anfangen, dann müsste man so ungefähr bei 5 sein, wenn man das bisher perfekt gemacht hat, ne? Ich glaube, so macht man das dann. Sagt ja nicht irgendwie starte mit 5 oder so, ne? Fängt dann einfach bei 0 an oder so. Dann geht das Level halt immer nach jedem Kampf hoch. Nein, Mann. Boah, wird er da oben hinwerfen. Oh Gott. Hier haben wir auch noch gar nicht, ne? Dunkle Samus. Oh Gott, das ist... Oh Gott. Was ist das? Der Pilz ist echt nervigste Item, was dazu gekommen ist, wenn die Gegner das haben, finde ich. Daisy.
machen die Münzen. Da werden wir ein paar davon einsetzen. Wir haben sogar einen Münzcounter da unten. Hochball. Raichu, Alola Raichu, glaube ich. Oder Megastein. Mega Raichu. Oder Alola, ich weiß es nicht. Ich glaube Megastein. Ich habe 100 Münzen. Jetzt bin ich golden. Weiß nicht, was mehr bringt, aber mach mir eigentlich. Soll ich mal kaputt hauen hier, ne? So, ich bin jetzt golden. Ich glaube, das macht mich einfach nur stärker, ne? Keine Ahnung. Jetzt Gold. Your argument is invalid. Lucina. Das Lied ist auch von Awakening, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, was für ein Lied so ungefähr ist, aber also ein normales Kampfthema irgendwie so von irgendeinem Level, was weiß ich. Erste Klasse. Chrom, den haben wir auch noch nicht. Das ist mehr oder weniger. War das von Ike? Na, Bosskampfthema. Ja, der scheint irgendwie Angriffe von Marv und von Roy und von Ike zu haben. Das ist cool. Irgendwie sind Vorwärtsangriff von Roygar, der diese tanzende Klinge von Marv und ihr Eva von Ike gehabt. Krass. Als dunkler Pitz-Thema. Ich habe ehrlich gesagt gestern ein bisschen Kid Icarus Uprising wieder ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht wieso. Weil das Spiel voll brutal schwer irgendwie auf den höheren Schwierigkeitsgraden. War ganz schön geraged, ey. Haben wir gesehen, wie ich den gefangen habe? Bist dich. Meins. Ich treffe das Ding nicht. Avridi. The world shall be better off without you. Oh. Tut eine Nullbombe einschlagen. Wie sind die Dinger, glaube ich. Mehr oder weniger Atombomben sind, die irgendwie Natur erschellen. Kennen. Haben wir den schon? Ich glaube nicht, ne? Ich mag, hab gehört, du magst Feuer hier. Oh, kennst Thema. Alter. Boom, Alter. Wir wollen noch einen Rekord mit denen aufstellen hier. 9.4. Ja, aber Dracula werde ich leider nicht schaffen. Obwohl, ich könnte Tickets einsetzen, ne? Ja, das mache ich sogar. Haben wir auch hinter uns. Aber wenn ich mich zu doof anstelle, dann
kriege ich die Punkte auch nicht. Also nicht genug Punkte, nehme ich an. Was hat den treffen? So, jetzt will ich mal gucken. Wie willst du da hinkommen? Ich verstehe das nicht. Ach, muss ich hier so warten, bis das so nah dran ist? Hier, ich habe gesehen. Das schwarze Loch muss irgendwie die Dinger da einsammeln und boah, wer wartet denn so lange? Hallo? So, soll ich jetzt hier Dingens einsetzen oder nicht? Tickets? Ich glaube ja, ne? What is a man? A miserable little pile of secrets. Well, enough talk. Have at you. Alter. Ja, ich glaube, das ist Draco das Thema, ne? Ja, das ist Draco das Thema. Ja, davon werde ich jetzt erledigt. Pass auf. Und schon erste Form wenigstens. Aber diese Kombinationsangriffe, ne? Finde ich ganz schön krass. Oh nein. Nur noch am Leben. Kaputt. Oh Gott. Okay, erste Phase schon mal geschafft. Ich bin immer noch am Leben. Bin immer noch am Leben. Bin immer noch am Leben. Jetzt aber nicht mehr. So, komm schon. Boom. Mit Hölle schwer, aber komm schon. Meine ganzen Angriffe machen gar nichts. So, ich habe noch 5 Tickets oder so, ne? Ja, bloß nicht, dass ich das nicht schaffe. Autsch. Mal schauen. 2 Versuche. Boom. So, wenn ich jetzt nicht 9.9 krieg, ne? War nur 5 Punkte oder so entfernt, 0,5. Na schon. Das ist eine Menge Punkte. Nein, das ist doch jetzt nicht wahr. Willst du mich verdammt noch mal verarschen? 9.8. Oh, das hat noch ein Nachspielspiel. Boah, ich hätte das Frame aus der Welt hier kriegen können, ey. Diesen Versuch. Hätte ich nicht noch einen Punkt hier kriegen können, ey. Habe ich versucht, aber irgendwann mit Ike oder so. Irgendwann, wenn ich noch mal so nah dran komme an der Zahl, mache ich das wieder mit den Tickets. Boah, da ärgert mich jetzt. Egal, was soll's. Es ist nicht so unmöglich wie im vierten Teil oder in irgendeinem anderen Smash Bros. Also, finde ich gut, dass hier sehr viel einfacher ist in dem Spiel, ja.
dieses Dingen zu erreichen. Also das beruhigt mich schon. Das ist nicht so unmöglich. Boah. Schon lange, als ich so ein Ding getroffen wurde. Ich gehört, Castlevania soll ganz schön schwer sein. Weil alle Spiele so von der Nintendo-Ära, irgendwie Super Nintendo-Ära, sind irgendwie voll brutal schwer. So Ninja Gaiden und all sowas. Ghost and Goblins, all diese Plattformers. Jetzt nicht Mario heißen. Wir sind alle brutal schwer gewesen damals. Aua. Wollte ich wieder zu viel. Nicht voll auf die zugedüst. Also war. Wir haben ja schon zwei neue Charaktere hier mal angespielt. Die sind beide nicht so schlecht, finde ich. Finde gut, dass die so viele Sachen zum Werfen haben. So eine riesige Reichweite haben. Ich kann irgendwie das Feuer irgendwie jemanden werfen und den so ein paar Sekunden am Ort festhalten, genauso wie bei Nesses Feuer, PK Feuer, hat irgendwie genau den gleichen Effekt. Da fand ich schon gut. Mit den Charakteren hast du dann auch eine Reichweite, dann kannst du sie direkt treffen. Und gefangen sind am Ende der Karte und du kannst sie mit der Peitsche von aus treffen, weil die halt so eine riesige Reichweite hat. Glückwunsch, was? Man macht voll die Jojo-Pose. Warum hat er eine Katze? Ja, sieht fast so aus wie Richter. Auf jeden Fall. Richter Belmont. Okay, der ist verwandt mit Simon anscheinend. Knackrack. Ich habe mein Ticket wieder zurückbekommen. Kriege ich die immer, wenn ich irgendwie einen Charakter abschließe? Ich habe mir noch nie darauf geachtet. So, da ist Mega Man. Natürlich kommt jetzt Mega Man. Weil mit dem mache ich als nächstes den klassischen Modus. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht auf 9.8 oder so eingestellt. Geh mit deinen Limonen weg. Limon, dein Zitronen meine ich. Boah, ich glaube schon fast, der ist auf 9.8 eingestellt jetzt. Ich den gar nicht getroffen krieg. Oh nee. Nur auf den Arm nehmen, ey. Und er steht direkt nach der, natürlich da in Sicherheit, ey. Boom. Ich kann genau hier stehen, genau. Ja, nun. Kann den von hier aus treffen. Was ist mit dir? Habe ich natürlich aus der Explosion herausgezogen. War sehr clever. Weil er weiß nicht, was er machen soll, weil ich einen aufgeladenen Angriff einsetze oder was. So, boom. Mega Mann kämpft nur mit. Boom. Käppi, Kappi. Kapi Kapi meine ich. Oh, verwende dreimal ein Ticket. Ah ja, stimmt. Oh, das ärgert mich jetzt gerade so, ne? So, aber das machen wir als nächstes dann. So, da muss ich dann noch mal machen, weil halt 45 Sekunden, das habe ich nicht geschafft. Protein aber mal auch noch. Mal in der Shop anzubieten. Wir haben schon hier voll Zeit überschritten, aber was soll's. Ich glaube, ich kriege heute noch alle Charaktere, wenn das so weitergeht. Aber was mein mit einem Sonntagsschnäppchen? Da gibt es irgendwie so was, ne? Ja, ich weiß nicht, warum ich so Mii-Klamotten hier bevorzuge, aber warum nicht?
Ja, ihr seid auch schön billig, also. Du nicht, aber was soll's. Gott. So, dann war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge.